Moin moin, liebe Kaffeefreunde. Heute gibt es den zweiten Teil der Videoserie Couchbarista. Im ersten Teil habe ich euch Grundlagen zu den Maschinen gezeigt und auch gezeigt, wie man die Mühle einstellt. Ja, heute werde ich euch zeigen, wie man den perfekten Espresso zieht. Die Maschine ist jetzt schon circa eine Stunde an. Als kleinen Tipp, ich habe hier so eine Zeitschaltuhr. Damit regle ich das, dass die morgens 3 Stunden an ist und ich nicht auf die Maschine warten muss, sondern die Maschine auf mich wartet, weil ja auch die Tassen müssen ja auch angewärmt werden. Also nicht nur der Boiler, der ist nach ca. 5 Minuten heiß, aber dieser Tassenwärmer, der braucht ca. 20, 30, vielleicht sogar eine Stunde. Genau, und viel Strom zieht die Maschine eh nicht im Standby quasi. Von daher ist es ganz ratsam, die vorher anzumachen. Jetzt geht's ans Eingemachte, wollen wir mal den Espresso ziehen. Wir fangen an mit dem bekannten Double Shot. Den haben wir ja schon eingestellt und ausgemessen. Hier kommen jetzt 14 Gramm Kaffee rein. Genau, verteilen, in die Ecken drücken und antempern. Genau, hier kann man ruhig etwas mehr Druck nehmen. Wie gezeigt, ich habe es noch mal ein bisschen fein justiert seit dem letzten Mal. Und was darf man nicht vergessen? Man darf natürlich nicht vergessen, die Maschine einmal kurz zu flaschen, damit der Brühkopf abkühlt. Und direkt anmachen, nicht lange warten. Genau. Jetzt messen wir die Zeit, ab jetzt, genau, so, ab geht's. Ja, sehr dunkel, sehr viel Crema, aber Crema ist gut, habe ich gehört. Durch die verschiedenen Farben, dunkel, hell, kann man erkennen, dass man wirklich alle Aromen aus dem Kaffee rauszieht. Wir haben jetzt 25, 26... Jetzt sind es 30 Sekunden. Er ist nicht ganz so schön durchgelaufen wie in den vorigen Videos, aber wie gesagt, das ist noch Feinjustierung. Was wichtig ist, wir haben die Tasse ist voll in 30 Sekunden und wir haben sehr viel Crema. Ich freue mich schon drauf, den zu trinken. Der sieht echt lecker aus. Genau, und vor allen Dingen hier oben, es ist bunt. Also Tigerfarben nennt der Profi das oder Leopardenfell oder keine Ahnung. Das ist wichtig, das zeigt, dass wirklich alle Aromen aus dem Kaffee extrahiert wurden. So, ich trinke den jetzt und dann machen wir noch einen Single Shot. So, willkommen zurück. Der Kaffee war sehr lecker. Wir werden jetzt die Siebe wechseln. Dazu nehmen wir einen flachen Gegenstand. Ich nehme immer ein Messer. Man kann auch ein zweites Sieb einfach nehmen. Genau, wie ihr schon gesehen habt, das geht relativ einfach. Die sind ja nur eingeklemmt mit einer kleinen Feder. Hier ist so eine kleine Feder, die klemmt die Dinger fest. Der Boden des Siebträgers, der sollte auch immer sauber sein. Ich habe den jetzt heute Morgen gereinigt. Der ist jetzt ein bisschen, das sieht ein bisschen dreckig aus. Der ist aber einfach nur alt. Sauber ist der eigentlich. So, das Sieb wird einfach reingesetzt, drauf gedrückt, bis es einrastet. Das Double Shot Sieb kann zur Seite. Genau, jetzt kommt die Preisfrage. Woran müssen wir jetzt noch denken? Wenn wir das Sieb im laufenden Betrieb auswechseln. Ja, es ist nämlich jetzt noch kalt. Wir müssen also einmal am besten, entweder setzen wir es rein und warten 10 Minuten oder wir machen einmal einen Leerbezug. Jetzt läuft heißes Wasser durch und das Sieb wärmt sich auf, auch Betriebstemperatur. Jetzt natürlich noch ein bisschen Tropfwasser drin, ist aber auch nicht schlimm. Genau. Wir ziehen wieder unseren Kaffee. Da das ja jetzt nur ein Single Shot ist, brauchen wir auch nur 7 Gramm. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Der sieht nicht so voll aus, wie er sein sollte. Wir tempern. Setzen das Sieb ein und go.
Genau, er fängt auch direkt an zu laufen. Sieht auch okay aus. Läuft ein bisschen schnell für meinen Geschmack. Und 15 Sekunden. Ja. Man muss dran denken, die Tasse darf nur halb voll werden bei einem Single Shot. 40 Milliliter circa. Also hier müsste man auf jeden Fall noch fein justieren. Ich habe ja auch gesagt beim Mühle einstellen Video, dass ich meine 70er Maschine für Double Shots einstelle. 14 Gramm. Single Shot wäre jetzt rein rechnerisch 7 Gramm. Aber wir haben jetzt gesehen, dass das nicht reicht. Also wir sollten da wahrscheinlich 8 oder 9 Gramm nehmen. Man muss halt überlegen, was man möchte. Also ob man Single Shots hauptsächlich trinkt oder Double Shots. Dieser Wechsel im täglichen Betrieb, das geht nicht ganz so einfach. Das wollte ich damit nur zeigen. Ich meine, wir haben hier auch einen guten Espresso, aber der ist halt nicht so schön wie die eben. Hier ist die Crema nämlich einfach nur hell. Der sieht aus wie aus einem, naja, aus einem Supermarktkaffee. So sieht der aus. Also der ist wirklich nicht so gut geworden. Also wie gesagt, wenn man jetzt quasi Single Shot nutzen möchte und täglich wechseln möchte, dann braucht man entweder zwei Mühlen oder man muss sich irgendwas einfallen lassen, wie man gute Resultate erzielen kann. Man kann auch einfach den Double Shot nehmen, also das Double Shot Sieb und dann zwei Tassen. Deswegen hat das Ding ja auch zwei Auslässe, zwei Löcher. Wie gesagt, darauf wollte ich nur hinweisen, dass man da nicht einfach blind wechselt. Wir benutzen wieder unseren Double Shot Sieb. Flaschen das Gerät einmal kurz. Und diesmal nehmen wir zwei Behälter. Und wir stoppen die Zeit ab. Jetzt. Das ist jetzt auch nochmal zur Kontrolle, ob der Kaffee wirklich gleichmäßig fließt. Hier sieht man, ob man gut getempert hat, also ob man sauber gearbeitet hat. Ob der Siebträger gerade eingesetzt ist, ob die Dichtungen noch funktionieren. Hier sollte man übrigens, diese Brühkopfdichtung hier oben, was hier drunter ist, das Gummiteil, das sollte man übrigens einmal im Jahr wechseln und jede Woche einmal reinigen. Oder eigentlich sogar jeden Tag. Die sind aber relativ günstig, die kosten irgendwie 10 Cent oder so. So, jetzt haben wir hier zwei Single Shots. Ich habe ein bisschen viel geredet, die sind jetzt 35 Sekunden durchgelaufen, deswegen kam am Schluss relativ helles Zeug. Aber wir haben trotzdem wieder diese, da sieht man ziemlich gut, dieses Tigermuster. Hier auch nochmal. Oh, das sieht gut aus, das kann man trinken. Ich freue mich schon drauf. Heute wieder 4 Espresso zum Frühstück. Hier war jetzt sogar ein bisschen Wasser oben drauf. Das war das, was ich meinte. Den habe ich direkt weggeschüttet. Ausklopfen. Jetzt ist ja, das sieht auch ein bisschen schwammiger aus. Das war nicht ganz so schön wie der vorige. Das ist ein bisschen variabel. Sieht man nochmal so quasi kleine Fehlerquellen, die entstehen im täglichen Betrieb. War nicht ganz so gut getempert. Etwas zu lange durchgelaufen. So, ich will jetzt noch diese beiden kleinen Shots trinken. Dann geht's zur Arbeit. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und gebt mir einen Daumen, kommentiert, abonniert. Und im nächsten Teil zeige ich dann, wie man Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso Macchiato und die ganzen anderen Spezialitäten macht. Okay, auch zu diesem Thema gibt es im Internet natürlich jede Menge Infos. Ich habe euch mal eine Tabelle rausgesucht, die ich euch hier zeige. Mit unseren 14 Gramm sind wir beim Double Espresso ziemlich im mittleren Bereich. 16 werden empfohlen, wie ich euch gesagt hatte. Bei dem Gross Volume inklusive Crema hatten wir etwa 80 Milliliter in unserer Tasse. Hier werden 40 bis 76 empfohlen. Also wir sind schon eher auf der Lungo-Ebene. Ich wollte nur darauf hinweisen, aber im Endeffekt muss ja jeder selber wissen, was einem schmeckt und man muss ausprobieren und so. Also wir hatten schon einen sehr flüssigen Espresso, ein sehr volles Glas. Ein richtiger Espresso ist noch weniger flüssig und noch dunkler.